Hallo und willkommen zurück bei Einfach Backen. Ich zeige dir heute ein Rezept für luftige Quarkbrötchen. Das Rezept ist wirklich schnell gemacht und durch den Quark werden die Bällchen richtig schön fluffig. Für das Rezept brauchen wir nicht mal viele Zutaten, und zwar Zucker, Backpulver, 3 Eier, Mehl, Vanillezucker, Quark, Frittierfett und Zucker zum Wälzen. Als erstes mische ich jetzt das Backpulver mit dem Mehl und sieb das dann in unsere Schale. Jetzt kommt der Zucker dazu. Und ich gebe noch kurz die Eier zum Quark. Jetzt kann alles vermixt werden. Dann können wir jetzt eigentlich auch schon unser Frittierfett erhitzen. Und am besten kann man die Quarkbällchen bei ca. 180 Grad ausbacken. Also wenn ihr ein Thermometer habt, ist das auf jeden Fall sehr hilfreich. Weil der Teig ein bisschen flüssig ist, nehme ich einen Eisportionierer, dann kann man nämlich wunderbar die Bällchen abstechen. Und die tropfen jetzt noch ein bisschen auf dem Küchenkrepier ab. Und die noch heißen Bällchen, die können wir jetzt direkt in Zucker wälzen. Ich finde, die Quarkbällchen sind wirklich super geworden und schmecken lauwarm am besten. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie sie dir geschmeckt haben. Viel Spaß beim Nachbacken. Liken und abonnieren nicht vergessen, und dann sehen wir uns ganz bald wieder.